Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 895, mal wieder mit der Sprachmemo-App. Ja, es gibt sie noch. Natürlich gibt es sie noch. Ich benutze sie halt mal wieder. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ich grüße euch, war jetzt mal wieder überall ein bisschen live, also bei Instagram, bei Facebook und bei TikTok habe ich einfach nochmal einen Morgengruß reingestellt. Da kann ich ja leider noch nicht live gehen. Da brauche ich noch ein paar Follower. Ein paar ist gut, ich glaube ab 1000. Naja, das kriege ich sowieso nie hin, aber egal. Ja, so ist es, ne? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist kurz nach 7, glaube ich. Achso, ich kann ja mal gucken, wie spät es ist. Ich kann ja Handy sperren. Ist ja Audio. Stoppen. Taste. Aufzeichnungsblatt. Frieden. Dauer. Stoppen. Aufzeichnung. Frieden. Stopp. Stoppen. Na komm. Taste. Aufzeichnungsblatt. Aufzeichnung. Frieden. Dauer. Stoppen. Stoppen. Taste. 0733. Aha. Ordnung 9. Genau, 7.33 Uhr. Na, jetzt wissen wir Bescheid. Ja, es ist auf jeden Fall schön, mal wieder mit der Sprachmemo-App aufzunehmen. Dazu hat man die ja. Und jetzt ist ja die App, die ja jeder auf sein iPhone hat letztendlich. Ne? Also insofern, warum nicht mal benutzen? Klar, man hat viele Apps. Ich habe die Rekorder HQ-App, ich habe Alu und Diktaphon. Ne? Und die sind ja auch alle nicht schlecht. Aber es ist natürlich schön auch, dass man sagen kann, okay, falls man mal wirklich diese Apps nicht hat, kann man natürlich auch mit der Sprachmemo-App einigermaßen gute Aufnahmen machen. Klar, man kann nur Monoaufnahmen machen, es sei denn, man schließt ein Stereo-Mikrofon an. Aber ansonsten ist es ja Mono, hört er ja. Aber ich denke mal, ich sage ja immer wieder, zum Podcasten reicht das ja auch. Ne? Und manchmal ist es ja auch gerade, wenn man nur die Stimme nimmt, wesentlich angenehmer. Ja, das einfach mal dazu. Ansonsten, ich habe heute Morgen schon geduscht, einen Kaffee getrunken, ganz normal wie immer. Und so als wenn ich arbeiten gehen würde, ja, ich habe ja Urlaub. Und ja, das Schöne ist natürlich, wenn man Urlaub hat, und man steht genau so auf, als wenn man arbeiten gehen würde und man weiß, ah, man kann ja rein theoretisch sich wieder hinlegen. Ich habe mich auch wieder jetzt hier ins Bett gelegt, dann bin ich ja, wie gesagt, auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok, also Instagram, YouTube, bin ich live gewesen, Facebook auch, bei TikTok, wie gesagt, geht es ja noch nicht, aber ich denke mal, irgendwann wird es auch da gehen, wobei, ja, bei TikTok muss man halt ein bisschen aufpassen, was man da halt sieht, ne, weil da kann man auch sehr schnell gesperrt werden, also das, ja, also das wird natürlich, also ich sag's halt immer wieder, TikTok wird halt nicht für mich die Plattform schlechthin. Ja, ich habe sie ausprobiert und ich werde sie auch hier und da mal verwenden. Aber es ist jetzt, also ja, da sind natürlich die Regeln so krass, ja, dass ich weiterhin, klar, man hat überall seine Einschränkungen, aber letztendlich, ja, es ist ja immer so, wenn man irgendwas veröffentlicht, dann gibt es ja immer irgendeine Einschränkung. Insofern, am sichersten geht mir natürlich, wenn man sich für sich selber was aufnimmt, da kann man machen, was man will. Naja, aber wie gesagt, ich schaue weiter, was es noch so für Erfolge gibt an technischen Sachen, meine ich jetzt natürlich, ne? Also was gibt es, was gibt die Technik noch her? Ich bin gespannt, was es noch so für Entwicklungen gibt und ja, letztendlich kann man nur wirklich gespannt sein, was ich noch so entdecke. Ne, das werde ich euch natürlich immer wieder mitteilen, wenn ich was Neues ausprobiere. Aber bis jetzt ist es halt immer so gewesen, dass alles immer so einen kleinen Nachgeschmack hatte. Ne? Also alles, was ich bis jetzt ausprobiert habe, habe ich immer wieder festgestellt, es war nichts bei, wo ich jetzt sage, boah, da bleibe ich jetzt total bei. Oder ne? Es ist immer so, man probiert was aus. Also ich probiere etwas aus, merke dann, okay, es gibt halt gewisse Grenzen und dann ja, probiert man das nächste aus. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal wieder die Sprachmemo-App und Sprachmemos. Ihr hört es ja. Und ja, jetzt klappe ich das Handy mal zu, denn das Mikrofon ist ja hier. Das ist ja das äußere Mikrofon.
Ja, ich werde mal mein Telefon mitnehmen. Das habe ich hier auch. Ja, ich bin soweit wach, wie ihr hört. Also ich bin total ausgeschlafen. Ich habe ja auch genug geschlafen, davon abgesehen. Also ich habe ja gestern den ganzen Tag teilweise im Bett gelegen und geschlafen. Aber jetzt bin ich halt wirklich mal wach und ich freue mich auch darüber, weil ich sowieso mein ganzes Leben lang sehr viel schlafe. Und manchmal denke ich mir wirklich, das ist einfach nicht das Leben. Ja, und deshalb habe ich mich heute auch wieder angezogen mit T-Shirt und kurzer Hose, weil ich einfach gesagt habe, ja, in Unterhosen rumrennen, alles schön und gut, aber letztendlich macht es einen so phlegmatisch, ja. Und deswegen habe ich gesagt, nein, egal ob ich jetzt Urlaub habe oder nicht, ich kann nicht mehr schlafen. Ich stehe also auf und dann teste ich die ganzen Live-Funktionen nochmal und dann, ja. Und jetzt, wie gesagt, mal wieder mit der Sprachmemo-App. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und jetzt gehe ich mal Richtung Küche. Ja, wir befinden uns gleich in der Küche. Hier ist sie, wo sie leibt und lebt. Die Küche. Und ja, Telefon lege ich mal da drüben hin. Und ich werde mir jetzt noch eine Tasse Kaffee machen. So, nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Die Sonne scheint hier rein. Fenster sind aber zu, weil, wie gesagt, man muss ja nicht, ja, wegen Geräusche von außen. Ihr kennt es ja, das uralte Problem. Man darf einfach nichts. Also man darf schon, aber naja, ihr kennt ja das, die alten Probleme, deswegen bleiben die Fenster geschlossen. Genau, jetzt haben wir also hier wieder. Dann werde ich mal, zack, genau, wir schließen den Wasserkocher an und dann werden wir mal hier. Er ist aber in Ordnung. Ja, das ist nur, weil ich eine Tasse Wasser reingemacht habe. Ich mache ja immer so viel Wasser, wie ich brauche. Mache den ja nicht voll und dann brauche ich nur eine Tasse. Das wäre ja albern. Ne? Klar, jetzt gibt es natürlich Profis unter euch, die würden sagen, nein, man sollte schon mehr Wasser reinmachen, das ist für den Wasserkocher besser. Und naja. Habt da ja irgendwo auch recht, aber ich will ja auch nicht immer so viel Wasser verschwenden. Ja? Also das ist natürlich auch so eine Sache. Ja? Na gut, also jetzt mein Kaffee. Ja, ich weiß, dass du fertig bist, aber können wir nicht ändern jetzt. So. Schwupps. Das hätten wir. Jetzt machen wir das Ganze wieder zu. Gut. Knut. Wer dieser Knut ist, ja, ist die große Frage. Ich rede nicht vom Eisbär. Ja? Den gibt es ja nicht mehr. Aber man sagt ja immer, wenn man sich was reimt, ihr kennt es ja, ne? Ja, Kult war ja immer damals Danke Anke, zurück zu Glück. Gut Knut, ne? Was gibt's noch? Ja, das sind so Floskeln, ja, die man immer wieder benutzt. Und ja, das mal einfach so nebenbei. Deswegen den Knut. Daraus kann man natürlich eine Riesensache machen. Wer ist Knut? Was macht er? Warum wird er immer wieder erwähnt? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist heute ein schöner Tag, die Sonne scheint. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter heute wird, habe ich jetzt auch nur Siri noch nicht gefragt. Muss man ja auch nicht. Aber ich denke mal, es wird heute ein einigermaßen schöner Tag. Und ja, mal schauen. Ich sage, heute ist ein lustiger Tag, glaube ich.
Aber man kann ja auch mal lustig im Podcast sein, oder? Ich meine, eigentlich ist man ja viel zu selten lustig. Ja, also ist so, ne? Ich denke immer an Zeiten, wo man noch richtig rumgealbert hat und so, so gerade als Kind, ja, wo man sich über Blödsinn lustig gemacht hat. Ja, irgendeiner hat ein Geräusch gemacht, ein anderer hat gelacht. Ja. So war das damals. So ist es, so kann es heute noch sein, ja. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal wieder ein schönes Treffen habe. Also das würde mich einfach mal wieder erfreuen, mich mit ein paar Leuten zu treffen. Einfach mal wieder sitzen und einen Kaffee trinken und Spaß haben, ja. Also das ist so ein großer Wunsch von mir. Egal jetzt wo, ne. Also ich meine, klar, dass ich jetzt nicht große Fahrten machen kann, das ist mir auch klar. Ich komme ja hier nicht weg, aber naja, vielleicht findet ja mal irgendwie sowas statt und dann, dass ich einfach mal wieder mit Leuten zusammen einen schönen Tag haben kann. Das würde mich einfach mal wieder erfreuen, so, ne? Also das, ja, es muss ja nichts Großes sein. Und wenn es einfach nur einen Kaffee trinken irgendwo in einem kleinen Café oder sowas wäre, das würde ich mir schon wünschen. Das wäre echt mal wieder, vielleicht auch mit meiner neuen zukünftigen Frau, sollte ich sie dann irgendwann mal finden. Ja, die große Frage, werde ich sie mal finden? Das ist die große Frage. Ja. Kann man jetzt natürlich überlegen. Ja. Oder, ja, lassen wir uns überraschen. So, nochmal die Wasser ein bisschen warm gemacht. Ich nehme ja immer ganz heißes Wasser. Das ist ja Quatsch, wenn man zu lange wartet und dann fast kaltes Wasser darauf gießt. Dann wundert man sich, dass es sich das Zeug nicht auflöst. Nein, das Wasser muss schon schön warm sein. Nur so und nicht anders. So, das war's. Kaffee ist angerichtet. Jetzt stellen wir hier hin. Und hier ist auch, genau, Stecker ist schon rausgezogen. Naja, wie ordentlich, ne? Das ist doch ordentlich, was wir hier machen. So, jetzt setze ich mich wieder schön hin. Ja, es riecht nach Kaffee. Wem wundert's? Jetzt rühren wir mal. Ich habe natürlich auch wieder Gesellschaft von der Katze. Komm her. Ja, ansonsten, wie gesagt, es wird ein entspannter Tag heute. Ein entspannter Urlaubstag. Aber so muss es sein. Urlaub muss man ja auch irgendwie genießen. Klar, ich könnte mir was Besseres vorstellen. Ne? Also ich wünschte, ich wäre jetzt nicht alleine, sondern würde jetzt hier jemanden haben, mit dem ich quatschen könnte. Morgens hier am Frühstückstisch sozusagen. Aber gut, es ist halt so und muss ich mitleben. Ja, das ist letztendlich muss man ja mit seiner Situation irgendwie sich im Klaren sein, muss sie irgendwie akzeptieren. Und ja, wie gesagt, ihr habt ja sicherlich auch die Kontaktanzeigen gesehen. Also bei TikTok habe ich sie auch reingestellt. Ne? Also sie war ja ursprünglich für TikTok. Und die Ergänzung bei YouTube und TikTok findet ihr das als zwei Dateien. Hier im Podcast habe ich es als eine Datei gemacht. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob es was bringt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich habe einfach das nochmal versucht und ja, mal gucken. Wie gesagt, ich erhoffe mir da nicht viel, aber ich habe es wenigstens mal versucht und das war für mich die Hauptsache, dass ich einfach sagen kann, okay, ich bin alle Möglichkeiten abgegangen, ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert. Das ist mir immer am wichtigsten, dass ich halt für mich sagen kann, okay, du hast jede Möglichkeit ausprobiert, alles andere kann man ja selber nicht mehr beeinflussen. Ne? Und das klingt mir ganz nach Mieze. Mieze, bist du das? Miezi? Ja.
Ja, es ist Wietze. Ich sagte doch, ich kenne meine Katzen schon. Am Schmatzen. Ich kann sie natürlich nicht immer auseinanderhalten, aber es gibt so ein paar Geräusche, wo ich einfach merke, wenn, also an gewissen, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn ihr so mehrere Tiere habt, dass manche Tiere bestimmte Geräusche machen oder bestimmte Merkmale, wo man dann, klar irrt man sich natürlich auch manchmal, aber ich weiß halt, ich kenne Mia beim Mauzen, da weiß ich sofort, dass es Mia ist, ne? Oder auch wie Blacky mauzt. Mieze mauzt ja eigentlich fast nie. Die krächzt ja eher, als dass sie mauzt. Ne? Sie kann mauzen, also es ist nicht so, dass sie das nicht kann. Ne? Aber sie ist halt sehr zurückhaltend und die mauzt halt wirklich nur, wenn irgendwas ist. Also wenn sie irgendwie rein will oder so. Letztens auch, da hat sie wirklich mal gemauzt, da war sie vorm Klo und wollte rein, weil ich drauf war. Also das macht sie ja schon, aber manchmal denke ich wirklich, kann die überhaupt mauzen? Ja, kann sie. Ja, Blacky mauzt halt so, wie er mauzt. Und Mia mauzt ja ständig, weil sie irgendwie was... Anruf annehmen. Taste. Okay. Mal gucken. Ablehnen. Anruf annehmen. Anruf annehmen. So, jetzt habe ich es mal gemacht. Jetzt habe ich einfach mal die Sache auch weitergemacht. Das heißt, ich wurde gerade angerufen, die Aufnahme wurde unterbrochen und ich bin dann auf Bearbeiten gegangen und habe auf Weiter geklickt. Ja, jetzt müsste also die Aufnahme sozusagen weitergehen. Ja, das ist natürlich eine schöne Funktion. So ein bisschen wie, als wenn man auf Pause gemacht hat und dann, ja, das ist das Schöne an der Sprachmemo-App. Also man kann eine Aufnahme anfangen und kann sie irgendwann mal weiterführen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache. Das heißt also, ich könnte jetzt also auch die Aufnahme, also ich könnte heute eine Aufnahme machen und könnte die morgen fortsetzen. Das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Also wenn man jetzt wirklich mal so einen Podcast über mehrere Tage machen möchte, also eine Datei, wo man halt mehrere Tage, vielleicht irgendwie so eine Art Urlaubstagebuch, aber halt es als eine Aufnahme haben will, dann kann man das halt so machen, ne? Also dann nimmt man halt auf, geht dann auf, macht dann die Aufnahme, beendet die Aufnahme und dann geht man irgendwie auf Bearbeiten und dann macht man auch weiter und dann, ja, dann nimmt er weiter auf. Ja, ist eine sehr gute Funktion. Ja, wie gesagt, alles an sich ganz, 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 ganz schön. Es wird ein schöner Tag heute. Ja. Ich bin gespannt, wie das alles so weitergeht, was noch so für technische Sachen kommen. Vielleicht kommt auch mal wieder was, was gar nichts mit Technik zu tun hat. Das wäre natürlich auch mal wieder was, ne? Also irgendwas, was man sich holt und was man einfach benutzen kann, ja. Aber wir werden ja sehen. Na gut, dann beende ich die Aufnahme jetzt, sonst wird sie doch zu lang. Dann hört man sich in der Folge 896. Ciao, ciao.